Ja, hallo Freunde der Spiegeltouren, willkommen zum Close-Up der Infanterieeinheiten, Geschosseinheiten und der einfachen Monster auf Seiten der Fluchküste. Nein, der Vampirküste. Ah, verdammte Scheiße, Fehler gemacht. Egal, wir machen einfach weiter. Habe ich bis jetzt eigentlich noch nie gemacht bei DLCs, deshalb entschuldigt mich, aber ich weiß, viele Leute interessieren sich halt für die Umsetzung der Einheiten und wie die halt letztendlich aussehen auch. Und natürlich können wir alle nehmen. Hierbei sind jetzt auch die legendären Einheiten, die man freischaltet, indem man unterschiedliche Missionen abschließt und Kapitäne besiegt, um halt diese legendären Einheiten zu bekommen bei seinem Hauptkommandanten. Deshalb, das kann sein, dass die bei eurer Kampagne noch nicht direkt zur Verfügung stehen oder halt letztendlich auch, ich glaube, manche Generäle, da unterscheidet sich jetzt auch nochmal ein bisschen, dass die benutzen können. Deshalb sind wir jetzt gerade auch im Labormodus drin bei Warhammer 2, um halt alle Einheiten zeigen zu können. Leider passen nicht mal alle in eine Armee rein. So viele Unterschiede sind das, weshalb wir jetzt erstmal diese drei machen und in einem anderen Video machen wir dann nochmal die speziellen Monster, also die richtig großen Kaliber. So, was wir schon gesehen haben, auch Let's Play technisch, wir haben erstmal unsere wundervollen kleinen Zombie-Deckarbeiter. So ähnlich wie bei den Vampiren sind die Zombie-Deckarbeiter einfach nur ein Fleischschild, sind also nicht sehr nennenswert im Austeilen von Schaden, halten aber ganz gut was aus, weil sie halt 11.000 HP haben, also halten den Feind auf, beziehungsweise binden den auch und es sind halt sehr große, also sie sind in der Anzahl halt sehr groß, so ähnlich wie bei den Skaven letztendlich, aber auch bei den Vampiren, die Zombies da sind ja auch, aber sobald man auf Skelette wechselt, ändert sich ja schon die Anzahl insgesamt, also die normale Standardeinheit, womit man halt anfängt. Ein bisschen besser sieht es dann schon bei den Deckarbeitern aus, die als Fleisch, mein Gott, warum geht er denn so weit hoch, mein Freund, so. Das sind dann die Deck-Zombies mit Stangenwaffe, die halt auch Fleischschild sind, aber den Bonus haben gegen große Feinde letztendlich. Sind auch ein bisschen taumelig auf den Beinen, aber insgesamt halt schön günstig und auch als Fleischschild deklariert. Als nächstes kommen dann unsere, lasst mich nicht lügen, es sind schon legendäre. Es ist nämlich der Fluch von Skjord, ist also eine goldene Einheit auf Rang 9. Die halt im Vergleich zu den normalen Zombie-Deckarbeiter, das ist ja eigentlich die Grundklasse Zombie-Deckarbeiter, woraus die entstehen, ein bisschen stärker ist in der Führerschaft, ein bisschen stärker im Nahkampfangriff und Nahkampfabwehr, aber immer noch halt insgesamt einfach nur ein Fleischschild ist. Übrigens haben die ganzen Einheiten bei der Küste hier dieses Amphibisch, was bedeutet, dass die halt im Wasser nicht gebremst werden. Also wenn man so einen kleinen Wasserlauf durchgeht oder sonst irgendwas, werden die nicht gebremst, sondern laufen ganz normal weiter. Als nächstes in unserer Reihe von Infanterieeinheiten haben wir die Sirenen. Und die Sirenen sind eine Nahkampfinfanterie, die ja körperlos ist zum einen, das kennt man auch schon von den Vampiren, also körperlose Einheiten ignorieren den meisten Schaden nicht magischer Waffen, da sie ihre physische Form weitestgehend aufgegeben haben. Sie werden nicht durch Terrainbewegungsstrafen verlangsamt, also ne, die können halt auf jedem Terrain gleich schnell sich bewegen, sind auch sehr schön, will man gleich heiraten, sind halt wieder die wundervollsten der Welt. Die verursachen halt Entsetzen, also drücken ganz stark gegen die Führerschaft, haben fesselnde Angriffe. Die Nahkampfangriffe dieser Einheit können den Gegner hindern, selbst zu agieren und die haben rüstungsdurchdringenden Schaden. Haben dafür beim Vergleich zu so einer Zombie-Truppe sind sie halt weniger, sind nur 60 und sie haben weniger HP insgesamt dadurch. Sind also keine Blocker mehr, sondern teilen schon ein bisschen mehr aus. Das sehen wir auch im direkten Vergleich zu den Zombie-Deckarbeitern. Selbst die legendäre Einheit in der Geschwindigkeit, Nahkampfangriff ist halt ein bisschen mehr, Nahkampfabwehr ist ein bisschen mehr, die Waffenstärke nimmt ein bisschen zu gegenüber der legendären Einheit, gegenüber der normalen Zombie-Truppe hier ist es sogar auch nur um 1. Aber bei anderen Sachen Rüstung. Aber es ist nicht so wichtig, die brauchen keine Rüstung. Dafür sind sie halt gegen magische Angriffe zwar anfällig, aber es sind halt Sirenen. Was willst du dagegen machen, ne? Es sind halt Frauen, die Probleme haben. So, ein weiter, die kennen wir auch schon aus der Kampagne, die wir gespielt haben. Nämlich, das sind unsere Wächter der Tiefe. Also die erste, sag ich mal, vernünftige Infanterieeinheit, die man dann auch wirklich gegen Feinde schicken kann. Also das ist halt schon die höhere Stufe, haben wundervolle Helmchen, die so ein bisschen aussehen, als wenn die Cthulhu ein bisschen dienen, aber insgesamt sind sie halt gepanzert, sie können Schaden von allen Quellen abwehren, mit Ausnahme natürlich der rüstungsdurchdringenden Schaden, sind in Rüstung,
Nahkampfangriff, Führerschaft, sind in allem bedeutend besser als die Zombies. Sind zwar weniger, haben trotzdem noch 6600 HP. Machen selbst keinen rüstungsdurchdringenden Schaden, aber haben halt den Bonus der amphibischen Einheit und sind halt auch sehr effizient gegen Infanterie. Einfach durch die Schadenreduktion durch die zwei Äxte und machen halt ordentlich Aua. Also ist halt schon eine stärkere Einheit, die ist auch insgesamt einfach teurer bei den bei der Piratenküste, Vampirküste. So, dann haben wir eigentlich dasselbe, aber mit Stangenwaffe. Die Elite-Einheit dann halt mit dem Bonus gegen große Feinde und nicht mehr gegen Infanterie als Kontereinheit. Und dann haben wir noch die Deckwache der Flotte der verdammten Wächter der Tiefe. Und das ist halt ein legendäres Trüppchen. Na, stehen wir vor den richtigen? Ne, die hier sind das. Die sehen natürlich ein bisschen anders aus als ihre direkten Nachbarn, haben ein bisschen Rot in der Rüstung und sind auch insgesamt ein Tick stärker in Führerschaft, Nahkampfangriff und in der Nahkampfabwehr. Ist natürlich klar, die sind gleichzeitig Rang 9 und sind halt eine legendäre Einheit. Muss man natürlich auch von denen erwarten, dass die ein bisschen besser sind. So, kommen wir mal rüber zu den Geschütztruppen. Jetzt sehe ich gerade, die Ordnung ist hier ein bisschen falsch. Das sind natürlich jetzt die Einheiten, die alle Geschossinfanterie zugeordnet sind. Das war übrigens jetzt wirklich schon alles, was in Infanterie drin ist bei den Piraten. Mehr haben die da nicht. Wo man letztendlich wirklich alles, was Zombie heißt, ist halt Müll. Irgendwo kann man benutzen, ist auch billig, kann man gut kaufen. Man kennt es einfach von den Vampiren damals, ne? So, dann haben wir die normalen Horde der Zombie-Artillerie, was nichts anderes ist als ja, Leute, die irgendwie eine Pistole in die Hand gedrückt bekommen haben und damit schießen die ein bisschen, sind nämlich genauso wie die normalen Zombies Fleischschild und können in Bewegung zwar schießen, aber machen halt so gut wie gar keinen Schaden. Das sehen wir schon, Geschossschaden 15, Reichweite 19, sind also ziemlich limitiert auch in der Reichweite vom Schießen her im Vergleich zu ihren sonstigen Freunden. Dann haben wir die Sprenginfanterie. Die haben einen Sprengsatz um sich selbst und halt letztendlich auch in der Hand. Haben wenig Munition. Das muss man sich so vorstellen, ein bisschen wie bei den Zwergen. Bei den höherstufigen Einheiten, die haben ja auch diese eine Truppe, die erstmal Sprengsätze schmeißt. Und dann geht die in den Nahkampf über. Also es sind Zombies, die haben noch eine Granate in die Hand bekommen vorher, bevor die losgegangen sind. Und dann kommt eigentlich die klassische Geschossinfanterie-Einheit. Das sind zwar auch Zombies, Horde der Zombie-Artillerie, aber die schießen halt bedeutend weiter schon als diese andere Horde. Moment. Horde der Zombie-Artillerie mit Musketen ist natürlich schon besser als die mit Pistolen, weil die haben 55 mehr Reichweite. Machen, lustigerweise, wenn ich das gerade richtig sehe, weniger Geschossschaden, haben aber auch weniger Nahkampfangriff. Also man tauscht eigentlich Reichweite gegen ein bisschen Schaden, gegen ein bisschen Angriffsbonus und gegen ein bisschen Nahkampf. Also das sind eigentlich wirklich dann Zombies, die nur für den Fernkampf eingesetzt werden können. Die haben auch keinen Degen mehr in der Hand. Macht dann schon irgendwie Sinn. Dann haben wir die Zombie-Artillerie mit einer Handkanone. Die sehen dann so aus, die haben ein bisschen größeres Kaliber in der Hand. Die sehen auch ganz wundervoll aus. Sind gegen Infanterie stärker, beziehungsweise, jetzt verstehe ich erstmal, die Horde der Zombie-Artillerie, die Musketen, die sind schon rüstungsdurchdringend, aber machen halt auch nicht viel Fernkampfschaden, aber dafür können die halt Rüstung ignorieren. Und die Horde der Zombie-Artillerie, die sind amphibisch und gegen Infanterie, also werden die wahrscheinlich explosive Geschosse benutzen, sieht ja auch so aus, wenn die so einen kleinen Handmörser haben, obwohl Mörser ist das falsche Wort wieder, Handgranatwerfer, nennen wir es mal. Und schleudert dann halt letztendlich das auf den Gegner. Macht doch das erste Mal ein bisschen mehr Geschossschaden, nämlich 28 anstatt nur 14. Und wird dementsprechend ein bisschen besser reinhauen, vor allem gegen Infanterie. Dann haben wir die Deckschützen. Das ist jetzt schon, sag ich mal, die Premium-Fernkampfklasse. Die sehen aus, als wenn die so eine Art Gatling dabei haben. Sind rüstungsdurchdringend, aber auch amphibisch und machen Geschossschaden von 48, also höher geht es wohl nicht. Haben Schildbrecher, minus 24 Geschossabwehren mit Schild und haben halt diesen Rüstungsdurchdringen-Bonus und die haben lustigerweise wirklich einen, der mit der Munitionskiste mitläuft und denen diese Munition für die Waffe mitgibt. So, und dann haben wir die legendäre Truppe von Musketen der Zombie-Piraterie.
sehen natürlich auch wieder sehr ähnlich aus zu der eigentlichen Einheit. Jetzt können wir mal den direkten Vergleich noch eben kurz links einblenden. Sind natürlich ein bisschen besser, im Schaden natürlich nicht, aber die haben halt mehr Nahkampfabwehr, Waffenstärke und ein bisschen mehr Führerschaft, wie so normal bei den Legendären. Und dann haben wir, sag ich mal, den Schattengeistschützen, den Deckschützen. Das ist auch eine legendäre Einheit, die nur einmal existieren darf. Das ist nämlich, die haben verfluchte Munition, das lese ich auch zum ersten Mal. Diese nebulösen Projektile sind erfüllt von den schlimmsten Ausrufungen des Hasses und können feindliche Kolonnen komplett durchdringen. Ja, die Munition ist damit magisch. Rüstung ist durchdringend, gut gegen Infanterie und sie selbst sind körperlos, was wir ja auch kennen von den Sirenen. Die können halt den meisten Schaden, den physischen, ignorieren, haben relativ wenig HP, sollten also nicht nah an den Gegner rankommen. Aber auf jeden Fall ganz schön, sind halt Geistergestalten. So, gehen wir mal in die Monster- und Tiere-Fraktion rüber, von den Standardmonstern erstmal. Alte Bekannte, Vampirfledermaus. Muss man nicht viel zu sagen, kennen wir von den Vampiren noch, Schwanz gegen Panzerung, schwach gegen Panzerung. Und sind natürlich ganz gut, um alles, was Fernkampf ist, zu behindern, dass die weiter schießen oder sonst irgendwas. Und gehen wir dann rüber zu den gemeinen Hunden direkt. Die gemeinen Hunde sind ähnlich auch der Hunde, die man kennt von den Vampiren letztendlich, also von der Untoten-Fraktion. Und sind dementsprechend jetzt auch nichts großartig Neues, also designtechnisch sind sie halt angepasst dann für die Küste hier. Was jetzt natürlich hier neuerer ist, sind die aufgedunsenen Leichen, die hat man ja im WP auch schon gesehen. Das ist das Ding, was hier neben uns ist, mit diesem wundervollen, wie soll man sagen, der trägt einen Anker als Halskette, ist eigentlich der BA Records der Zombie-Armee. Hat aber nur einen Angriff, nämlich sich selbst in die Luft jagen. Kann mal ganz viel Schaden verursachen, aber auch mal ganz wenig. Und deshalb eigentlich eine ganz coole Sau. Den screen ich mal, der kann ja auf das Titelbild. Und dann haben wir hier nebenan die belebten Kolosse. Kann man auch relativ schnell bauen. Rüstungsdurchdringende monströse Infanterie, gut gegen Infanterie. Kommt man relativ schnell dran in der Kampagne. Hat eine Waffenstärke 110, mit dem Rüstungsdurchdringen amphibisch, muss man jetzt auch nicht viel zu sagen, sehen immer ein bisschen unterschiedlich aus, als wenn sich ein Fisch mit einer Krabbe, mit einem Menschen gepaart hätte. Hier ist es ein Oktopus, hier hinten ist es, wahrscheinlich hat er Sex mit einer Koralle gehabt. Na, ich wollte dich jetzt nicht beleidigen. So. Und dann, sag ich mal, die Creme de la Creme von den normalen Monstereinheiten, monströse Infanterie, wäre dann hier der Lightheim-Suchende. Der verursacht Entsetzen, ist auch ein ganz freundlicher Geselle, man sieht ja schon, voller Freude. Und lädt man auch gern zur Party ein. Ist ein Schleicher, muss ich mal eben kurz rübergehen. Diese Einheit kann sich auf jedem Terrain getarnt bewegen, also taucht er einfach plötzlich auf. Vor allem bei so einer relativ starken Einheit ist das natürlich echt eine fiese Nummer, wenn die unsichtbar ist erstmal gegen KI, nicht aber gegen menschliche Spieler. Rüstungsdurchdringen gegen Infanterie besonders stark und verursacht Entsetzen und hat keinen Unterkörper. Also ich glaube, das ist genau das Perfekte, was man reinschreiben kann in seine Dating-Profil. Und den gibt es auch noch als legendäre Einheit mit etwas mehr HP. Heißt dann Nachtangst, das Ganze in Rot und ist im Vergleich zu seinem Pendanten etwas stärker natürlich wieder, mehr Führerschaft, mehr Nahkampfangriff, hat aber keine, ja, sonstige Verbesserung. Halt eigentlich ein paar Stats verbessert als Legendär mit Rang 9. Können übrigens auch in die Vorhutstellung gehen. Wird gar nicht hier an der Seite erwähnt. Genauso wie die gemeinen Hunde können in Vorstellung gehen, können also in dem größeren Bereich näher an den Feind gesetzt werden, weil sie sind ja halt unsichtbar. Ne? Also die perfekten Schleicher hintenrum, um feindliche Infanterieeinheiten zu erledigen. Tja, und das sind erstmal die Infanterie und die Geschosseinheiten und die Tiere von dem DLC, das kommen wird. Von der Vampir-Serie. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut noch das Video von den speziellen Einheiten. Wir werden vielleicht auch nochmal die Kommandanten durchgehen, da werde ich aber ein bisschen mehr Lore dazu sagen.
zu unterschiedlichen Kommandanten, werden ein bisschen was zusammentragen. Hier ist ja erstmal wichtig. Ihr habt alles gesehen. Wer es besser kennt, auch von dem Tabletop etc., der wird dann vielleicht noch in den Kommentaren was schreiben und sagen, voll geil, die haben das ja genau getroffen. Ansonsten an der Stelle erstmal danke fürs Zuschauen und fürs Angucken des Rosters der Einheiten. Und bis dahin, schöne, euer Imperator. An sich machen die schon Albträume. Ein wenig.